mal drüber in den Hof. Der Brecher, das sollte fertig sein, den ich gestern Abend noch laden sollte, wollte. Den lade ich dann jetzt. Und dann fahre ich dann runter nach Ruckenhausen. Wir haben dann angefangen, den Brecher zu laden. Ich weiß nicht, ob man es richtig erkennen kann. Der steht jetzt zur Hälfte auf dem Tiefbett drauf und ist ausgegangen. Oben drauf steht der Lukas. Der füllt noch etwas Hydrauliköl nach. Und dann, ja, das haben wir dann gemacht und dann ist er auch wieder gelaufen. Wie gesagt, habe ich hoch nach Ruckenhausen auf unseren RC-Platz. Dann bin ich noch rüber nach Lambertheim. Da stand noch unsere kleine Walze und die habe ich dann im Anschluss geladen.
weit aufsitzen, gehe ich mal aus davon. Hat er geschrubbt. So. Aufpassen hier, ne? Wir sind Kanaldeckel, hier sind Schächte. Hier in Oppenheim auf der Baustelle habe ich dann die Walze noch abgeladen. Dann bin ich weiter hoch nach Mainz-Finden. In diese enge Gasse, da wo ich den Bagger von der Seite abgeladen habe. Ich fahre jetzt hier vorne an die Kreuzung links rein. Hoffe ich doch. War das überhaupt schon hier? Müsste hier gewesen sein, ne? Und dann gucke ich, dass ich rückwärts runterkomme. Irgendwo neben hin auf die Seite. Unfähig.
hier gerade im Hof. Hab noch den anderen Verdichter runter. Hab den Krabbenräumlöffel abgemacht. Ein Sortiergreifer dran. Baggerfahrer hat mir geholfen. Der Matthias. Und ja, Bagger geht morgen früh rüber nach Landstuhl ins US-Krankenhaus, wo wir den Abriss gemacht haben. Der muss da noch was wegräumen. Mit dem Landstuhl drin. Auch wie es im Anschluss weitergeht. Ich fahre im Anschluss rüber nach Ramstein auf die Airbase. Dort hole ich wieder den A913 und der geht dann zurück nach Landstuhl. Zwischendrin. Hier steht das Baggage. Ach, der kleine Löffel ist fest drin. Okay, ist gut. So, drehe hier einmal rum.
auseinanderschneiden soll. Der war denn. Kette dran und geht's ab Richtung Landstuhl.
kurz warten, weil unser Fiat, unser Zweiachser ist gerade hochgerollt. Komm, ah, da ist er ja schon. Da ist er ja schon. Okay. Wieder der Hase raus mache hier. Kameraposition ist Müll. Glaube ich mal, würde ich mal so sagen. Sollte die Kamera irgendwo außen dran haben, das wäre glaube ich besser. So. Gucken, ob der hier hochdrückt. Der Walze. Die Walze. Keine Ahnung. Ich glaube, das wird nicht gehen. Ich glaube, ich werde die Rampen brauchen.
Moment hier. Weiter rechts steht. Solange sie nicht übersteht, ist alles gut. Hier ist die Sperre. Sprint raus, einmal drehen und dann fällt die nach unten, dann ist die Sperre zu. So, das war's schon. Mach ich die Ketten dran. So, kurz vor vier haben wir es. Ich bin hier in Sembach auf dem Heuberg rum. Der ist geputzt, ne? Ah, den nehme ich bestimmt mit jetzt. So, den Long Reach lade ich noch. Ich habe jetzt keinen Akku dabei. Ich filme einfach so lange, wie es noch geht. Und dann, wenn er halt ab in die Kamera ausgeht, sorry. Natürlich schiffen. Ach ja, herrlich wieder. Oh, den Long Reach habe ich jetzt hier noch geladen. Den habe ich dann an dem Tag mit nach Hause genommen und am nächsten Morgen ging der dann weiter nach Ramstein. Aber das zeige ich euch wieder in der nächsten Folge. Wir machen hier Schluss. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wieder etwas Spaß gemacht. Über ein Like oder ein Abo würde ich mich sehr freuen. Kostet euch nichts und mir hilft es enorm weiter. Dann bleibt gesund. Haut rein. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.